Good afternoon. Guten Nachmittag. My name is Joel. Mein Name ist Joel. I live in Canada with my family. Ich lebe mit meiner Familie in Kanada. And I'm 65 years old. Und ich bin 65 Jahre alt. I'm thankful for the opportunity to be able to perform for you today. Und ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, hier heute für euch performen zu können. But it wasn't always this way. Aber es war nicht immer so. When I turned 30, I had a series of great disappointments. Als ich 30 war, hatte ich eine Reihe großer Enttäuschungen in meinem Leben. So I said, I'm tired of trying to live well. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe satt jetzt versuchen gut zu leben. Ich mache jetzt mal meine Sache. For a while it was fun. Und für eine ganze Zeit war es wirklich eine tolle Zeit. But as time went on, it took more and more just to get a little bit of joy. Aber je mehr Zeit vergangen ist, desto mehr habe ich gebraucht, dass ich glücklich war. And I usually felt awful afterwards. Und normalerweise, egal was ich gemacht habe, habe ich mich danach schrecklich gefühlt. Eventually I became very unhealthy. Und dann habe ich auch einen sehr ungesunden Lebensstil gehabt. I weighed 110 kilograms. Ich habe 110 Kilo gewogen. And I had no idea how I'd get out of the mess I got myself into. Und ich habe mir gedacht, ich habe keine Ahnung, wie ich aus dieser Sauerei wieder rauskommen soll. God brought a friend around I hadn't seen in 15 years. Und Gott hat einen Freund benutzt, den ich 15 Jahre nicht gesehen hatte. He told me there was a way I could be set free from all of that. Und der Freund hat mir gesagt, es gibt einen Weg, wie ich davon befreit werden kann. His name is Jesus. Und sein Name ist Jesus. I took Jesus up on his offer. Und ich habe dieses Angebot von Jesus angenommen. And about a month later I saw a famous circus on television. Und einen Monat später habe ich einen sehr berühmten Zirkus im Fernsehen gesehen. And I remember saying to God. Und ich kann mich erinnern, wie ich damals zu Gott gesagt habe. God, in this life or in your heaven. Gott, in diesem Leben oder vielleicht später im Himmel. I'd like to try that. Würde ich das gerne mal ausprobieren. God started me on a journey. Und da hat eine Reise mit Gott angefangen. It wasn't easy. Keine einfache Reise. But God was with me every step of the way. Aber Gott war jeden Schritt dieses Weges bei mir. I thank Jesus that now I can use the gifts that he gave me. Und ich danke Jesus, dass ich jetzt diese Gaben und Talente, die ich habe, nutzen kann. To share his love with you today. Seine Liebe heute mit euch zu teilen. Thank you. Vielen Dank.